mal gerade kurz was nach, während ich hier lang laufe. Weil es passt gerade nicht, ne? Ne, passt gerade nicht. Ach, weißt du was? Kann man machen. Besiege ich sie halt. Was soll's, was soll's. Gibt EP? EP ist immer gut. Okay. Gut, den lasse ich jetzt aber mal echt. Ich muss jetzt auch nicht jeden einzelnen platt machen. Sorry. Aber das geht dann irgendwann zu weit. Also die grüne Schneise ist hier. Hier gibt es ein Blümchen, aber das ist zwar jetzt zu weit weg. Und ich muss, glaube ich, wieder hier hoch. Ich muss irgendwie hier über den Hügel kommen. Also ich gehe unten lang. Da waren wir ja eben, da war ich eben schon. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich den ganzen Weg zurück. Das ist ja Schwachsinn. Ne, ich gehe unten lang. So, hier drüben sind dann noch zwei Quests, wenn ich hier oben dann fertig bin. Dann machen wir einmal hier diesen Bogen. Dann hier runter. Fessel haben wir ja schon gemacht. Das heißt, ich könnte dann hier hinreisen. Von hier aus ist das, glaube ich, auch ein Flugpunkt, oder? Das ist ein Flugpunkt, dann können wir von hier aus dann hier hinreisen. Alles kein Thema. Blümchen? Blümchen. Blümchen werden mitgenommen. Blumen sind Leben. Ja, Blumen sind Leben. Die Enklave. Was? Die Enklave der Empyrium-Gesellschaft. Interessanter Name auf jeden Fall. Was für ein Name, ey. Der Empyrium-Gesellschaft. Das sind. Oh, das sind tatsächlich mal Lebende. EGEMK. Empyrium Gesellschaft EMK. Wofür steht denn EGEMK? Das würde mich mal interessieren. Schumacher. Schumacher. Was ist das denn für ein Name, ey? Der Teufelsvorstoß. Senkt eure Stimme. Es sei denn, ihr wollt unbedingt Teufelsfledermausfutter werden. Natürlich nicht. Im Auge behalten. Blind zu sein ist die eine Sache. Dumm zu sein eine andere. Dieses augenlose Wunder neben mir will den Teufelsfeuervorstoß ohne Vorbereitung stürmen. Pah! Ich sage, wir kundschaften ihn vorher aus. Hier, ich gebe euch ein zusätzliches Auge. Das ich von einem besser nicht näher definierten Ort mitgenommen habe. Betretet den Teufelsfeuervorstoß, seht euch um und seht zu, dass es nicht ins Auge geht. Nutzt Teds Auge von Killrock, um den Teufelsfeuervorstoß auszuspähen. Alles klar, mal nett gemacht, Chef. Fürst Illidan kennt den Weg. Adeptin Sonnenschwinge. Okay, okay, okay. Wo ist denn das Auge? Muss ich das, hier, muss ich das hier? Ah, ja, okay. Hallo! Muss es anvisieren, okay. Hier muss ich aufpassen. Bin ich nicht zu nah? Also, an die Gegner kann ich wohl ran, aber an diese Dinger nicht, weil die erkennen das, okay. Ich fahre einfach mal los und... Oh, hier wird es jetzt eng. Nein, da liegt ein Drache. Oh nein, ich mag das nicht, wenn die Drachen hier liegen. Kommandant gefunden. Arketrax. Der sollte wahrscheinlich nicht tot sein, wurde aber schon besiegt. Das wird es wohl sein. Ah nee, ich muss ja noch was... Muss ja noch mehr machen. Hauptportal auskundschaften. Okay, da hinten dann. Hier geht es wieder gegen Dämonen. Das ist ganz cool. Hier ist das Portal. Oder? Ne, doch nicht. Das ist nur ein Portal, aber nicht das Portal. Bei dem muss ich natürlich aufpassen, der dürfte mich nicht sehen. Wie weit muss ich denn nach hinten, bitte? Alter.
Was für ein Weg? Die meinen es echt ernst. Aber schön, dass ein magisches Auge auch von schwimmen muss. Toll. Das ging jetzt nicht. Ach, hier! Hä, warum hat es mich denn so weit da hinten geschickt? Hä? Ach so, das bewegt. Ah, okay, das war mein Fehler. Glaube ich. Weil ich mich hier nicht bewege, ja, okay. Oh, das ist das Hauptportal. Das andere ist da oben. Ja, das war mein Fehler eben. Ich habe geguckt, als warum ich mich nicht bewege, warum ich so weit weg bin, aber ich laufe ja nicht. Der Cursor ist ja für meinen Charakter und nicht für mein Auge hier. Wer auch immer herumfuscht, wird es mit Mühe zu tun bekommen. Na, da hinten hier ist es. Wo? Das da? Ah ja, cool. Okay, das war's eigentlich, gell? Ja, das war's. Mit der Sprache. Wie? Wie können ausgerechnet Dämonen so schlecht darin sein, ihre eigene Art zu beschwören? Diese Dämonenportale sind geradezu furchtbar hingeschlampt, ohne jegliche Finesse oder Können. Das tut mir geradezu körperlich weh. Und ich habe schon jahrzehntelang keinen echten Schmerz mehr gespürt. Ich habe einige dieser wertvollen Portalstabilisatorkristalle der Legion repariert. Ich möchte, dass ihr damit die Hauptportale im Vorstoß modifiziert und den darauffolgenden Spaß begutachtet. Platziert 4 sabotierte Portalstabilisatoren. Sofort, einen Moment kurz. So, willkommen zurück. Ich musste gerade was schreiben, deswegen habe ich hier einen kleinen Cut gemacht, damit ich nicht das alles hier so in die Länge ziehe. Aber okay, die Quest haben wir gelesen gehabt. Wahrnehmen, und in der Zwischenzeit ist noch der hier aufgetaucht, der Marius. Marius Teufelsbann ist aufgetaucht. Und ja, gibt uns auch noch Quests. Dass ich mich mit diesem Hexenmeister abgebe, ist nur Mittel zum Zweck. Ich will von dieser Kreatur lernen, um sie zu studieren. Und wenn nötig, werde ich sie töten, bevor sie dieser Welt mehr Schaden als Gutes zufügt. Ja, diese Typen sind schon, die sind schon krass drauf. Quantität über Qualität. Die Dämonen des Teufelsfeuervorstoßes sammeln sich in exponentieller Rate. Wir müssen diese Invasoren vernichten, bevor sie über genügend Dämonen verfügen, um unseren Streitkräften am Verteidigungsposten der Illidari in die Flanke zu fallen. Werdet ihr unserem Kampf beistehen? Nö. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung. Arketrax. Innerhalb des Vorstoßes befindet sich ein Dämon, der sterben muss. Arketrax ist eine Kreatur von hinterhältiger Bosheit. Wenn er unbeachtet bleibt, wird er in der Lage sein, den Vorstoß als Ausgangspunkt für gezielte und tödliche Angriffe auf unseren Streitkräfte zu nutzen. Ich für meinen Teil habe nicht vor, diesen Gegner zu unterschätzen und werde euch auf dem Schlachtfeld beistehen, wenn ihr bereit seid, ihm gegenüberzutreten. Alles klar, mein Boy. Wenn ich da bin, kannst du vorbeikommen. So, also hier erstmal die ganzen Dämonen auseinandernehmen. Kriegen wir hin. Ja, direkt am Portal, wo ihr reinkommt. Quasi in eurem Zuhause. Ein bisschen asozial, ich geb's zu, aber ihr habt danach gefragt. Ihr habt nur danach gefragt. Es hätte so nicht kommen müssen, wäre der halt einfach daheim geblieben. Es hätte so nicht kommen müssen. Wir müssen die Portalkristalle sabotieren. Und die müssen wir natürlich auch zerstören. Oder reinigen. Wir können auch einfach sagen, wir reinigen sie. Wir reinigen die Ereda. Und zeigen ihnen, dass Dämonen nicht so cool sind, wie alle denken. Ich habe leider ein Eichhörnchen getötet. Aber es war eh fast tot, von daher. Also ein verderbtes, weißt du, die sterben eh bald.
glaube ich. Keine Ahnung. Nein, es gibt dazu keine Lore. So, mal gucken, was jetzt passiert. So, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt... Okay, das ist sehr unspektakulär. Dachte, das würde ja irgendwie zerbersten oder was auch immer. Teufelslohnportal, okay. Auch interessant. Hier kann man nichts machen. Die ganzen Dämonen muss ich aber hier töten noch, ne? 7 Stück noch. Für die Quest zumindest. So, die nehmen wir noch mit. Steht da gerade so schön und wartet nur darauf. Entdeckt? Farnau. Ne, Farnau, so. Nicht Farnau, Farnau. Ist das ein Gebiet oder? Kann sein, dass das Gebiet hier ist, ja. Ich weiß es ja auch nicht. Okay, der Typ ist irgendwo da unten. Ich bin in den Kampf verwickelt. Jetzt aber nicht mehr, oder? Mich in den Kampf verwickelt. Ich weiß nicht, also dieses manchmal, dass man manchmal noch im Kampf ist, obwohl die Gegner schon lange tot sind, das haben sie immer noch nicht in den Griff bekommen. Nach all den Jahren. Nach all den Jahren immer noch nicht. Okay, so hier unten war noch auch irgendwo den Boden. Ist noch nicht nur hier oben, oder? Oder sind hier wirklich, nee, da ist ja auch noch einer. Zumindest mal da. Meine Klinge ist euer Ende. Das glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Die Klinge ist aus Plastik oder so. Glaubt doch keiner, dass du ein starker Dämon bist. Wir stehen euch zur Seite, Champion! Lasst uns dieser Bestie ein Ende bereiten! Warum wir? Ach, die beiden. Ted Shoemaker ist auch dabei. Okay, krasses Model. Das sieht schon krass aus. Erstmal besinnungslos prügeln. Der geht aber auch schnell down. Das ist ganz gut. Aber ich finde das Artwork immer wieder geil. Ich finde es echt cool. Gefällt mir sehr gut. Aber es hat mir schon immer recht gut gefallen. Niemand kann uns aufhalten, hat er gesagt. Während er gestorben ist. Ausbruch kommt gleich mit. Die auch als Dämon zählen. Eigentlich ja schon. Also müssten halt eigentlich als Dämon zählen, die aufbrechen. Diese kleinen Goblins. Ja, zählt. Okay. Gut. Dann die noch. Ist die letzte schon. Aber weil es so schön war, nehme ich den auch noch mit. Weil ich so viel Gefallen dran gefunden habe, Dämonen zu killen. Da mache ich kein Hehl draus. Ich bin jetzt echter Dämonentöter. Nicht Jäger, das wäre irgendwie... Wäre die falsche Berufsbeschreibung. Ich bin Dämonentöter. Spaß daran zu töten. Vollstreckerin der Illidari. So, was sagt T dazu? Wenn ihr glaubt, dass diese Explosion auf unserer Seite des Portals gewaltig war, solltet ihr erstmal die andere Seite sehen. Ha! Unsere Zeit wird kommen. Gefällt mir. Hoffentlich sind die alle geplatzt. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Das sollte diese Dämonen für eine Weile aufhalten. Wir müssten in Zukunft möglicherweise zurückkehren. Um sicherzugehen, dass sie sich nicht wieder neu formieren. Da Arketrax und seine Schergen nun tot sind,
sollten die Flanken des Verteidigungspostens der Illidari nicht mehr in Gefahr sein. Gut gemacht. Ja, vielen Dank für das Lob. Ich habe Mühe gegeben. Insignie. Gut, es gibt wieder Artefaktmacht. Plus 205 kritischer Trefferwert. Moment, brauche ich beides nicht, deswegen nehme ich das, was sich besser verkaufen lässt. So. Wir sollten unsere Patrouille fortsetzen. Es ist unmöglich festzustellen, wie viele dieser Eindringlinge sich mittlerweile in der Landschaft festgesetzt haben. Ich hätte mehr von diesen Dämonen erwartet. Vielleicht können wir einen Krumenlord finden. Ich wollte schon immer die Essenz eines Krumenlords einfangen. Ach ja, diese Hexenmeister denken immer nur an Essenzen einfangen. Aber gut. So, eine Folgequest gibt's nicht. Dafür gäbe es hier eine Quest. Eine Sternstuppe. Es gäbe da eine Quest. Ein Blümchen. Oh ja, und Archäologie. Aber Archäologie werde ich auch abseits des Let's Plays machen, weil das ist halt einfach, also... Sowas könnte man vielleicht streamen oder so, aber... Für Let's Play ist das nichts. Das ist ja viel zu langwierig. Das ist ja vor allem viel zu langweilig. Das ist ja nicht mal, das ist ja noch langweiliger als, also ich meine, Minecraft ist nicht langweilig, aber so im Sinne, im Grunde genommen ist es halt noch langweiliger als Minecraft, auch wenn das jetzt impliziert, dass Minecraft langweilig ist, was es aber halt nicht ist. Aber in Archäologie renne ich ja nur rum. Sammel das Zeug auf dem Boden, kann ich das eigentlich gerade... Nee, das kann ich ja nicht verwenden. Nee. So, Blümchen müssen eingesammelt werden, auch wenn ich kurz vorbei bin, aber... Für Blümchen drehe ich immer um. Blümchen sind ein sehr wichtiges Gut als Alchemie. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, ich könnte es mir eigentlich sparen. Ich musste irgendwie die ganzen Tränke brauen, um hoch zu leveln. Und die Fläschchen gibt es ja wieder und die kann man so gut im AH verticken. Das ist krass. Die kann man so gut verticken. So. Ach genau, hier. Das ist genau, das ist die, das ist die Dingensbums. Die, na, sag schon. Die Akademie. Was war denn Nummer 3? Such die Umgebung der Akademie ab. Dann mache ich das doch mal. Bonusquest ist hier. Okay, das ist nur eine Bürgerin von Nathalas. Die ist nichts für die Mission. Ach genau, hier war das. Oder? Ich glaube, das hier war die Akademie. Sicher bin ich mir aber nicht. Oder war die... Ach nee, die war... Nee, das war doch die Akademie, oder? Such den östlichen Säuleneingang ab. Verwendet die Seherkugel. Von hier habe ich schon die Quest bekommen. Nein, zurück. Ach, der Olotil war es. Das wäre ja hier. Ach genau, ich soll, ach stimmt, ich soll ja die Eltern finden. Stimmt ja. Genau. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich habe die Quest auch einfach lesen können, aber ich soll die Eltern finden, ob die noch hier sind. Hier waren sie nicht dabei. Trinkt zwischendurch immer was, also wenn ihr was hört. Ich versuche es zwar so leise wie möglich zu machen, damit man es nicht mitbekommt, aber...
Ich trinke sonst einfach zu wenig und das will ich vermeiden. Kriege ich nur Kopfschmerzen, das muss auch sein. Die hatte ich heute schon lange genug, die will ich jetzt nicht wieder bekommen, weil ich sie nicht trinke. Von daher, bitte verzeiht es mir, wenn ihr mich trinken hört, das ist nicht, um euch zu ärgern. So, da oben müsste es sein. Eben nicht gesehen und jetzt kommt der Esel doch angerannt, na klar. Ewige Wächter. Ist das nicht hier? Oder muss ich hier durch? Lass die gerade mal einfach alle links liegen. Hier ist ein Schatz. Cool. Königin. Die innere Königin Ashara immer. Die war scheiße einfach. Ganz easy. Hat sich korrumpieren lassen und. Bla. Oh, das ist dann eigentlich End of Story. Hat sich einlullen lassen von einem Titan. Gut, das ist jetzt. Klar, das ist halt wie wenn du, wenn du sagst, dass ich gehst zur Hypnose und du wirst ausgelacht, weil du hypnotisiert wurdest, ja. Ich meine, keine Ahnung, ob Hypnose wirklich funktioniert, ob das wirklich so ist, wie man sich das vorstellt. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht, aber immer drüber zu lachen, obwohl man gar nicht weiß, ob es wirklich geht, ist halt ja, so ein bisschen heuchlerisch, oder? In einer gewissen Weise zumindest. Weil ich meine, ich kann nichts auslachen, was ich nicht verstehe. Ich kann mich über nichts lustig machen, das ich nicht kenne, ja? Also ich kann schon, ist halt aber dann scheiße. Von daher lieber nicht. So, hier oben ist nichts mehr. Vielleicht doch unten. Da wäre ein Blümchen gewesen, aber. Pff, ist doch nicht jedem Blümchen hinterher, ja. So, es kann natürlich sein, dass das doch unten ist. Inzwischen glaube ich das sogar. Oder hier drauf. Da. Aha, hier. Ah, hier lang. Okay, hier muss ich hoch. Aha! Grulk. Bulk, tut mir leid, aber deine Zeit ist abgelaufen. Du hast lang genug für die Naga gespielt. Das war eine schöne Zeit, ja, das stimmt wohl. Aber für jeden ist die Zeit mal rum. Ich habe jetzt einmal desillusioniert und einmal unterbrochen. Ein komisches Stampfen da. Funktioniert also. Ich muss dich nicht mehr durch die Gegend stellen. Zumindest nicht so dauer. So, hier war auch niemand dabei. Schade. Bleibt noch da oben und hier. Achso, das war der Fischschwarm, stimmt. Bleibt nur noch eine Möglichkeit, ha? Hallo? Die mach ich auch mal einmal platt. Die Murlocs, die brauchen auch keinen Mensch. Die sind nur im Weg, die verhindern meine Operation. Alles, was mir im Weg steht, muss gehen. So, hier hinten, genau da. Ob die da dabei sind? Ich weiß ja nicht. Wie geil das klingt, wenn die alle das gleichzeitig machen. Dieses Geräusch, das ist so cool. Das Einzige, was ich an Murlocs wirklich mag, ist das Geräusch. Ich find's super. Ich find das Geräusch einfach super. Tatsache.
Also die sind ja tot. Die sind ja tot, aber durch den Fluch von Ashara werden sie am Leben gehalten. Also was heißt am Leben gehalten? Ihr Geist kann nicht in die nächste Ebene aufsteigen. So rum eigentlich. Die Akademie von Narthalas. Die Quest ist, geht da unten. Ich wollte gerade einfach nur mal gucken, ob es hier eine Treppe runter gibt, aber offensichtlich nicht. Oder? Geht's hier hinten lang? Auch nicht. Tja, dann bleibt ja wohl nur Geronimo! Nein, überlebt, alles gut. Alles gut, die chillen noch hier ihr Leben. Geben sich ein bisschen, geben sich ein bisschen Zeug. Oh, okay, hier runter geht's gut. Das ist, hier geht's zur Akademie weiter. Also weiter, tiefer in die Akademie rein. Ausbilderin Deliana. Jetzt seid ihr dran. Nein, 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 das war total daneben. Jetzt seid ihr an der Reihe. Tyrillion, was haben wir hier? Andelis, die Bibliothekarin. Wir haben, ach, sogar ein Gasthaus. Wir haben Filrich und wir haben Tyrillion, Kurator der Akademie. Ishnuala. Was wollt ihr? Ich arbeite seit 10.000 Jahren hier und niemand respektiert mich. Filrich tut dies, Filrich tut das. Was kann Filrich für euch tun? Ihr wirkt unglücklich. Wieso sollte ich unglücklich sein? Die Studenten sind immer in den Hallen, sie schlafen niemals, sie wollen immer noch mehr Vorräte und hier herrscht Chaos. Überall ist Wasser. Und stellen sie jemanden anderes als Hilfe ein? Nein. Filtrich kümmert sich schon darum, sagen sie. Aber beim Aufräumen dieser teuflischen Bücher war Schluss. Was genau wollt ihr noch? Was genau wolltet ihr noch gleich? Oh, eigentlich geht's mir gut. Nur was verkaufen. Gib mir dann Geld, Filtrich. der kann weg. Das muss bleiben. Das kann weg. Das ist so viel Geld, ey. Öffnung für dieses Kleinzeug. Das muss auch bleiben. Der kann... Achso, das war die Postel. Ja, genau, die kann weg. Der kann weg, das bleibt. Das kann weg, das kann weg, das. Wer hätte bei der rauen Natur der Drogbar eine solche Inquisition filigraner Arbeit erwartet? Tja, keine Ahnung. Das kann weg, das kann weg. Das auch. Na, das andere heben wir wieder auf. Das kann auch weg. Okay, gut. Was ist das? Achso, das war das Teil. Ja, gut. Gut, danke, das war's schon. Ich bin wir reden mit ihm. Ein neuer Schüler? Moment mal. Wie seht ihr eigentlich aus? Als wärt ihr geradewegs von der Straße hier reinmarschiert. Wo sind euer Gewand und euer Hut? Und erzählt mir nicht, ihr wolltet die Akademie ohne euren Zauberstab und euer Zauberbuch betreten. Immer diese Erstsemester. Sammelt euren Kram zusammen, dann werde ich euch vielleicht Eintritt in die Akademie gewähren. Besorgt euch Hut, Gewand und Zauberstab und Zauberbuch. Mystischer Erstsemester, gut, das ist süß. Euch die Sterne leiten. Was führt euch hierher? So, die Bibliothekarin. Zuschlagen statt nachdenken. Die Bibliothekarin spricht leise mit euch. Ein Problem beim Betreiben einer solchen großen arkanen Bibliothek besteht darin, dass die Bücher oft die ein oder andere unvorsichtig ausgesprochene Verzauberung aufnehmen und dann anfangen, von sich aus herumzufliegen. Diese magisch übersättigten Bücher müssen zerstört werden, bevor sie größeren Schaden anrichten. Wenn ihr einen von diesen entnervenden Essays begegnen solltet, kümmert euch bitte darum, aber leise. Zerstört 3 uralte Folianten. Alles klar, Schatzi, wird gemacht. So, Akademie Zauberbuch.
Das finden wir hier, das Zauberbuch. Frostzauber für Fortgeschrittene. Aber ich bin auch kein Fortgeschrittener. Ah, ein Hut. Akademiehut von Nachtalas. Der standardmäßige spitze Zauberhut. Ach, nee. Uralter Foliant. Ich finde diese fliegenden Bücher hier in WoW voll süß. Ich hätte gern so eins als Haustier, das mich. Gibt es nicht sogar ein fliegendes Buch als Haustier? Es würde mich fast wundern, wenn es keins gäbe. Zauberstab von Nathalas. Zapp! Und zapp! Ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt schon 10.000 Jahre an derselben Schriftrolle gelesen. Und ich verstehe sie immer noch nicht. Ja, ich habe ihm einfach seine Robe geklaut. Nur noch 5 Minuten. Akademie-Roben von Nathalas. Sie sind durchsichtig? Sollte ich die wirklich tragen? Tja, muss ich sagen. Ja. Die sind ja nur durchsichtig, weil hier alle ertrunken sind. Was mich aber wundert, also wenn die sind ja alle tot, alle ertrunken. Was mich aber wundert, ist, dass die Kleidung auch jetzt so schemenhaft, geisterhaft ist. Das ist ja das Interessante daran. Denk mal drüber nach. Warum ist das so? Gibt es eine Erklärung für? Also jetzt eine ernsthafte Erklärung für? Ich verstehe es nicht. Andererseits muss ich natürlich auch nicht alles verstehen. Sudrle. Ich bin geehrt. Wie ich sehe, versucht ihr noch immer in die Akademie zu gelangen. Der Hut und das Gewand passen nicht zusammen, aber ihr seht jetzt besser aus. Ich erkenne euch ja kaum wieder. Ah, cool. Vor allem mit diesen fetten Schultern noch dazu, ja, voll geil. Der Hut ist cool. Mystischer Erstsemesterhut. Fügt dieses Spielzeug eurer Spielzeugkiste hinzu. Entfesselt die auf den Hut gewirkte Verzauberung, um eure Tage in der Akademie Revue passieren zu lassen. Der Ladris. Ich nun Allah. Macht euch keine Sorgen um die herumfliegenden Blätter und Buchrücken. Ich sorge dafür, dass meine Assistenten sie aufräumen. Ich danke euch. Ihr könnt zu euren Studien zurückkehren. Okay, gibt es hier was ich brauchen könnte? Ja, ja, die Gürtelplatte könnte ich gebrauchen. Wie sieht denn der aus? Ach, voll lame, aber okay. Krittentempo, das passt. Das kommt mir sogar gelegen. Krittentempo ist gut. Was führt euch hierher? Die verfluchten Hallen. Was wolltet ihr noch gleich? Ihr seid hier, um euch Golganets Gezeitenstein anzusehen? Ha! Oh Mann. Nein. Nur die Direktorin der Akademie hat den Schlüssel zu dieser Kammer. Und sie hat diese Tür in, ich würde sagen, in den letzten 10.000 Jahren nicht mehr geöffnet. Und jetzt solltet ihr euch zum Unterricht aufmachen. Na los, ab in den Westflügel. Begibt euch in den Westflügel der Akademie. Jetzt muss ich auch noch zur Schule gehen. Wobei, ich will gerne noch mal in der Schule. Ja, Schule war cool. Und sogar ein Zauberbuch in der Hand, geil. So, was gibt's hier so? Ich bin ganz Ohr. Ertrunkene Schüler. Die da. Elun Ador. Ich nu Daldier, hallo. Ich find's witzig, dass. Wie darf ich helfen? Wobei, die haben alle die gleiche Stimme. Von daher ist egal. Ich dachte gerade, die Männer haben, glaube ich, mehr Stimmen. Frauen, bei Frauen, bei Frauen. Weiß ich es nicht. Die verfluchten Hallen. Ja, die Direktorin ist in ihrem Studienzimmer. Aber ihr dürft sie jetzt nicht stören. Der Unterricht wird gleich beginnen. Einfache Zauberstabkunde. Wir werden mit etwas Zauberstabarbeit beginnen.
Ihr habt euren Zauberstab dabei? Gut. Ich habe mehrere Ziele in der Halle aufgestellt. Nutzt euren Zauberstab, um so viele wie möglich davon zu treffen. Und keine Schüsse aus nächster Nähe, das wäre Mogelei. Übt an 10 Zauberstabzielen, euren Zauberstab zu benutzen. Wow. Ich bin ja richtig gut. Ach so, ah. Ich ziele nicht mit Anisehen, ich ziele so. Und der geht daneben. Der trifft. Der da noch? Oder der oder wieder? Da hinten ist einer. Hier ist einer und da ist einer. Den habe ich nicht getroffen, scheiße. Einer fehlt noch. Ach, da. Das ist ja easy. Ach, die Direktorin ist in ihrem Studienzimmer. In Anführungszeichen. Es ist ja mehr so ein. Ja, durch eine magische Wand abgetrennt und so weiter. Und es sieht so aus, als wäre die Zeit für die heutigen Zauberstabübungen abgelaufen. Und dann weiter mit euch. Auf zur nächsten Lehrstunde. Vorsichtig. Und zwar bei dem den Forschungsassistenten. Hallo. Sitorne. Studiensaal, Kampfkunde. Was haben wir denn hier? Ein neuer verwirrter Schüler, der ziel- und beschäftigungslos die Korridore durchstreift. Ganz erpicht darauf, die Gunst der Direktorin zu gewinnen. Perfekt. Ich benötige Hilfe bei meiner Forschung. Ich verfasse eine wissenschaftliche Arbeit über Kampftechniken. Holt mir ein paar Bücher aus dem Regal da drüben. Holt die Bücher und bla bla. Wo ist denn das Regal? Da. Enzyklopädia. Wat? Enzyklopädia Azuika, KM. Deckt alles von Kafa bis Murloc. Platziert das Buch auf Sitornes Podium. Oh, ach so. Oh. Wie ich einfach mit dem Schild zuhaue, ist ja cool. Ach, ich bin im Buch, das ist ja cool. Das ist ja geil. Das war ja witzig. Balzrituale, der ist Krog. Ich mache jetzt gerade mal das hier. Ja, ist ja cool. Das ist echt cool. Okay. So, nur weiter im Text nicht so viel Zeit verlieren. Wobei, was das hat, genau alle Zeit der Welt eigentlich. Ich meine, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich wahrscheinlich schneller durchspielen, aber. So, das war das zweite Buch, das dritte. Ach, er sagt sogar irgendwelche Sachen, da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ich fürchte, dass in unserer Bibliothek bedauerlicherweise ein gewisser Mangel an Informationen über diese Kreaturen herrscht. Drakonisches Kompendium Band 3. Was stand hier noch dabei? Scheint glücklicherweise nur aus Text zu bestehen. Eine Erstauflage. Sehr cool. Was kommt jetzt? Ah, Zeichnung von Senegos. Krass.
Gras von Lenn oder was? Das ist ja witzig. Ja, ich finde das gerade echt cool mit den Büchern. Dass man da wirklich halt in die Bücher reingeht und dann. Ja, ich finde das ist cool gemacht. Ich finde, das ist richtig cool gemacht. So, das war's. Ganz eurer Meinung. Forschung kann eine ganz grauenhafte Arbeit sein. Ja, ich fand's cool. Man wird die Hand von den ganzen Notizen schon ganz müde. Ich glaube, es ist an der Zeit, eine Pause zu machen. Okay, nächste Quest. Ach, wieder zu ihr zurück. Ich bin ganz Ohr. Stegreifaufgabe, fortgeschrittenes Runenzeichnen. Ihr seid noch immer wild darauf, in das Studienzimmer der Direktorin zu gelangen? Was? Ich denke, ich kann euch hineinlassen. Sofern ihr mir beweisen könnt, dass ihr auch gelernt habt. Die korrekte Runenformung ist für das Zauberwirken von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr eine Rune zeichnen könnt, könnt ihr auch einen Zauber wirken. Ich werde euch einen Umriss vorgeben. Ihr könnt dann ihr könnt die Rune einfach abschreiten. Zeichnet eine Arkane-Rune, eine Feuerrune und eine Frostrune. Was führt euch hierher? Los, bewegt eure Füße. Wie mache ich das? Erst eine einfache Arkanorune. Schreitet entlang ihres Umrisses, merkt sie euch. Brennt euch jede Feinheit ins Gedächtnis ein. Ah, okay. Upsala. Okay, gut, das war die Arkane-Rune. Die Feuer-Rune. Okay, das funktioniert noch. Okay. Das ist aber auch cool gemacht, dass man das so lang laufen kann. So, ich bin mit der Maus verrutscht, so. Okay, noch der kleine Kreis hier in der Mitte. Auch, das war ein bisschen undeutlich, aber okay. Oh, die sieht aber auch cool aus. Reicht das schon? Okay, das reicht schon. Cool. Das ist sehr witzig mit dem Nachzeichnen. Vorbildliche Arbeit, junger Wuschol. Mit solchen Runen werdet ihr blitzschnell euren Abschluss haben. Ich habe so eine Ahnung, dass ihr eure Studien vernachlässigt, aber ich sehe, dass ihr es kaum abwarten könnt, die Direktorin zu treffen. Also gut, die Direktorin Azurmond ist gleich da oben, aber ich befürchte, dass sie nicht gerne gestört wird. Hol den Schlüssel des Gezeitengewölbes von Elia Azurmond, der Direktorin der Akademie. Natürlich, easy, leichteste Übung, einfach überzeugen. Ja, was ist los? Wenn es um die Abschlussprüfung in Hervorrufung geht, lautet die Antwort, nein, ihr dürft sie nicht wiederholen. Ihr müsst mich zur Golganetz Gezeitenstein führen. Ihr? Pff, was? Euch ist aber schon klar, dass die Gezeitenkammer unter Quarantäne steht, und zwar seit dem Tag von Prinz Faundes Verrat, oder? Einer der Ausbilder erwähnte so etwas, ja. Und außerdem ist euch klar, dass eine Verletzung besagter Quarantäne schwerwiegende Folgen wie die Todesstrafe oder gar Inhaftierung nach sich zieht, oder? Das war mir nicht bewusst. Man hat euch Schüler unzählige Male gewarnt. Ich werde jetzt an euch ein Exempel statuieren. Okay, was? Warum denn?
cool. Ich bin wieder Sündenbock, na klar. Yeah, was ist bei dir los, ey? Ich glaub, der hat schlecht gefrühstückt. Da fragt man einmal nach so einem kleinen Gefallen, dann wird man direkt erstmal angegriffen, ja? Hey, blöde Kuh. Meinst du, die stirbt jetzt? Oh Gott, die ist ja verwandelt. Okay, die war ja gar nicht mehr, die war ja auch schon so durch. Krass. Okay, das ist, Ich hoffe, da drin ist alles gut verlaufen. Ja, yeah, alles super.